Willkommen zurück zu einem neuen Crowfall Erklärt Video und heute gibt es mehr zu den Möglichkeiten in Crowfall. Heute geht es um drei Systeme, von denen wir derzeit noch so wenig wissen, dass wir sie gleich auf einmal abarbeiten können. Lasst euch davon jedoch nicht täuschen, es sind nämlich keine kleinen Brocken, sondern die drei grundlegenden Ausrichtungen, auf denen die Game Loop basiert und mit denen wir den Großteil unserer Ingame-Zeit verbringen werden. Heute geht es um Sammeln, Handwerken und Kämpfen oder auch Jobs und Aktivitäten in Crowfall. Beginnen werden wir daher erst einmal am Anfang von dem ganzen Crowfall-Prozess, dem Sammeln. Bei diesem Jobgebiet dreht sich alles rund um das Navigieren auf den Welten, das Suchen von Rohstoffpunkten, der Abbau von eben den Gesagten und das Zurücktransportieren der Ressourcen. Und das, während man die ganze Zeit Gefahr läuft, von anderen Spielern entdeckt und angegriffen zu werden. Das trifft zwar auch zum Teil für Handwerker oder Kämpfer zu, jedoch kann man das auch auf den ewigen Königreichen begrenzt machen und man muss sich dafür nicht unbedingt in Gefahr bringen. Aber wonach sucht eigentlich ein Sammler denn genau? Knotenpunkte ist die Antwort. Gut, macht jetzt auf Englisch etwas mehr Sinn, da sind es nämlich die Nodes. Das ist der Überbegriff für alle Objekte in den sterbenden Welten und auch auf den Eternal Kingdoms, die man abbauen kann. Das betrifft zwar auch die Grundressourcen, wenn ich das aber heute in diesem Video sage, beziehe ich mich nur auf die fortgeschrittenen Ressourcen. Diese Knotenpunkte können vom Aussehen her zwar variieren, abhängig von welchem Typ sie eben sind, jedoch das System ist bei allen dasselbe. Nodes haben erst einmal genauso wie Spieler Schadensresistenzen, Lebenspunkte und Critical Hit Chance Modifier. Achtung, ich nenne sie jetzt so, aber sie sind stat-technisch andere als die PvP-Variante. Ich nenne sie nun trotzdem so, weil sie vom System her genau gleich funktionieren. Durch das Draufhauen mit den richtigen Werkzeugen verursacht man dann Schaden und sobald man ihnen genügend Schaden zugefügt hat, zerbrechen sie und geben dir diverse Ressourcen. Der Typ der Ressource, also ob es Metalle, Steine oder Körperteile sind, hängt dabei vom Typ des Knotenpunktes ab. Das war jetzt der Grundtyp der Nodes. Es gibt daneben aber auch noch Mutterknotenpunkte oder auch Mother Nodes im Englischen. Diese sind an sich genauso aufgebaut wie die normalen Nodes, nur sind sie größer, geben besondere Ressourcen her und brauchen mehrere Sammler, um abgebaut werden zu können. Diese Knotenpunkte sind jetzt auf der ganzen Welt verteilt, dabei größtenteils gleichmäßig, jedoch können sie auch in größeren Haufen vorkommen, sei das jetzt aus Zufall in der großen weiten Welt oder gewollt um Points of Interest. Dabei ist ihre Position nicht unwichtig, da die Qualität und Menge der Ressourcen, die du aus einem Knotenpunkt bekommst, von dem Level des Knotenpunktes abhängig ist, welches wiederum direkt von dem Level der Parzelle abgeleitet wird, welches wiederum in Richtung Zentrum der Welt höher ist als am Rand. Jedoch solltet ihr vorsichtig sein, denn mit dem erhöhten Level steigen auch die Resistenzen und damit braucht ihr eine bessere Ausrüstung, um es abzubauen. Wir gehen mal davon aus, dass du es geschafft hast, die Ressourcen in deine Basis zurückzubringen und damit kommen wir zu dem nächsten Schritt in der Kette, dem Verarbeiten der Ressourcen oder auch zu dem Handwerkeln. Das Handwerkeln findet an den jeweiligen Handwerkstationen statt, wobei man zwei Sachen beachten sollte. Erstens, es gibt mehr als einen Handwerkstypen und damit auch mehr als einen Typen von Handwerkstation. Die Daumen-mal-Pi-Regel ist, dass es einen Handwerkstyp pro Abbautyp gibt, was nicht heißt, dass dieser Items zu demselben Typen oder nur für denselben Typen herstellt. Als Beispiel unter Schmiedekunst, das Gegenstück zum Abbau von Erzen und Metallen, findest du alle Rezepte, die etwas mit Metallen zu tun haben. Das heißt nicht, dass für alle Rezepte nur Metalle oder überhaupt Metalle benötigt werden. Oder dass du hier irgendetwas findest, das dir beim Abbau von denselben Metallen hilft. Und zweitens, du kannst nicht vom Anfang an alles herstellen. Die Rezepte bekommt man nämlich aus dem jeweiligen passenden Handwerks-Skilltree, wo man mit der Zeit nicht nur die grundlegenden Rezepte, sondern auch die fortgeschritteneren freischaltet. Das soll verhindern, dass alle alles machen können und Spieler sich wieder in etwas spezialisieren können, beziehungsweise für ihre Spezialisierung auch etwas verlangen können.
Sobald du jetzt noch die passende Hansak-Station gefunden hast, welche nicht in der Kampagne, sondern auch auf dem EK stehen kann, können wir mit dem Handwerksprozess beginnen. Der Handwerksprozess besteht grob gesagt aus zwei Phasen, einer Zusammenbau- und einer Experimentphase. In der Zusammenbauphase wird das eigentlich ausgewählte Item mit den zugeteilten Ressourcen zusammengesetzt. Hier werden die grundlegenden Statuswerte festgesetzt und das Item existiert von nun an. Dieser Schritt kann natürlich aber auch schief gehen und damit gehen die Ressourcen dann auch verloren. In der nächsten Phase, der Experimentenphase, kann man durch das Zuteilen von Experimentenpunkten Werte auf einen Würfelwurf hin verbessern, aber auch verschlechtern. Die Anzahl an Punkten, die du bei einem Item einsetzen kannst, ist hierbei abhängig von dessen Qualität, nicht zwingend von den Ressourcen, aus denen es gemacht wurde. Was heißt, aus schlechten Ressourcen kann ein gutes Item werden, auf dem man dann mehr experimentieren kann, wodurch das Endprodukt wesentlich besser wird, als es sonst wäre. Beim Handwerken kann man die Anzahl von Experimentenpunkten und jegliche Erfolgschancen natürlich auch durch die dazu passenden Statuswerte verbessern und so sicher gehen, dass beim Handwerken immer etwas Nützliches rauskommt. Diese Verbesserungen können zwar von Items kommen, kommen aber überwiegend aus den Skilltrees für den jeweiligen Handwerkstypen. So, fertig mit dem langweiligen Teil und her mit den Waffen. Lasst uns übers Kämpfen reden. Das Thema Kämpfen und PvP ist auf der Oberfläche jetzt nicht sehr überwältigend. Erst einmal natürlich, wie in jedem Spiel, gilt es nicht unter 0 auf der HP-Leiste zu fallen. Gut. So viel zum Offensichtlichen, ganz so simpel bleibt es dann doch wieder nicht. Denn es gibt noch unterschiedliche Haltungen oder sogenannte Modi. So gibt es zuerst einmal eine Kampfhaltung, bei der gibt es die Fern- und Nahkampfvariante natürlich. Von der werden alle Kampf- und Heilfähigkeiten aktiviert. Zweitens gibt es eine Schleichhaltung, in welcher man für gegnerische Spieler unsichtbar wird und von der man allerlei Schleich- und Tarnfähigkeiten aktiviert. Hierbei sollte ich noch anmerken, dass nicht jeder auf diese zugreifen kann. Diese Haltung ist normalerweise an Klassen oder Disziplinen gebunden und letzteres ist noch einmal von Rassen und Klassen abhängig. Und zu guter Letzt gibt es noch die Überlebenshaltung. Von dieser kannst du zum einen allerlei friedvolle Fähigkeiten nutzen und regenerierst außerdem noch deine HPs und andere Ressourcen. Das ist zum einen einmal deine Ausdauer, welche du brauchst, um im Kampfmodus zu rennen und im Überlebensmodus, um Knotenpunkte zu bearbeiten. Zum anderen gibt es aber auch noch die klassenspezifischen Ressourcen, wie Wut, Pips oder Mana. Diese Ressourcen werden nur für Schleich- und Kampffähigkeiten benutzt und werden ebenfalls in der Überlebenshaltung schneller regeneriert. Gerade beim Thema Fähigkeiten können wir doch noch gleich ein bisschen über die sprechen. Dein Set von ausgewählten Fähigkeiten kannst du dir frei aus deiner Klassen-, Rassen- und Disziplinwahl zusammenstellen. Hierbei gibt es natürlich wieder unterschiedliche Arten von Typen von Fähigkeiten. Zum einen gibt es natürlich die bekannteren Kandidaten wie Schaden-, Heilungs- oder Crowd-Control-Fähigkeiten, aber auch eher einzigartige wie zum Beispiel physikbasierende Fähigkeiten, Blocks, die dich kurzzeitig immun zu beinahe allem machen und Schaden reduzieren, und Ausweichrollen, die es dir erlauben, schneller um die Ecke zu kommen. Und keine Angst, das sind bei Weitem noch nicht alle. Jedoch will ich die auch gar nicht aufzählen, da sich gerade diese Details bis zum Release hin nochmal ändern können. Also wieder, sieht das hier nicht als in Stein gemeißelt, sondern als eine Idee, die sie so in die Richtung umsetzen werden. Aber das war's dann auch einmal vorerst mit den grundlegenden Systemen und Informationen. Und allzu viel kommt jetzt auch nicht mehr dazu. Im Endeffekt sind das ja eigentlich nur die typischen grundlegenden Systeme, die in jedem MMO vorkommen. Mit ein, zwei Kleinigkeiten, die halt anders sind, weil das bringt ein gutes Spiel normalerweise mit sich, dass es besondere Sachen an sich hat. Und keine Angst, das soll sich dementsprechend jetzt auch nicht nach allzu viel mehr anhören. Die Idee ist, dass ihr alle Grundlagen habt, um in Crowfall dann damit, unter Anführungsstrichen, euren Traumberuf ausleben könnt. Zum Beispiel, du liebst es, in der Welt herumzurennen und dich in Gefahr zu bringen? Perfekt, werde Scout, erkundschafte all die kleinen Höhlen auf den sterbenden Welten und verkaufe deine Karten zu den am höchsten Bietenden. Oder du willst Ressourcen sammeln, dich aber keinem anschließen, du willst eigenständig bleiben?
Wunderbar, wer der Sammler kauft dir ein paar Söldner, die mit dir rumrennen und verkauft die Ressourcen dann am Markt. Und das sind jetzt nur zwei von vielen Möglichkeiten. Ihr könnt eurer Fantasie hier wirklich freien Lauf lassen. Und davon mal abgesehen, die typischste und am häufigsten gewählte Spielweise war da ja noch nicht einmal dabei, nämlich der Gildenspieler. Doch über den reden wir dann erst beim nächsten Mal. Und damit verabschiede ich mich von dir mit einer kleinen Frage: Was willst du eigentlich auf den sterbenden Welten machen?